So Leute, ich habe was Interessantes für euch. Erstmal hier, das sind 25 Kilo Scheiben. Und ratet mal hier, die gleiche Größe, aber 5 Kilogramm Scheiben, ja? Ne? Das sind 5 Kilo, das sind 25 Kilo. Und jetzt guckt euch mal die Größe an. Okay, natürlich ist das Ding ein bisschen viel dünner als das andere, ne? Aber trotzdem, das ist auch mitunter der Grund, warum ich zum Beispiel Sachen von Nahaufnahme, die Gewichte filme. Jetzt mal zu einem anderen Thema. Und zwar bin ich hier in einem Laden in Bochum. Die haben spezielle Gerätschaften für Kraftsport, Bodybuilding und so weiter. Wenn ihr hier mal gucken wollt, ihr geht da in die Mitte rein und dann könnt ihr zum Beispiel Kreuzheben machen, beziehungsweise Kniebeuge und so weiter und so fort. Das sind alles so zum Beispiel auch so spezielle Gewichtsscheiben oder für Bizeps. Hier so ein zum Bizeps-Konzentrations-SZ-Curl. Oder, wenn man mal hier gucken möchte, und zwar sind das diese Hanteln mit Gewinde, die ich zu Hause habe. Jetzt bin ich extra hier hingefahren, wenn ihr euch mal die Dinger nebeneinander legt, ne? Die anderen sind um einiges länger. Die haben hier so Sonderanfertigungen für solche Geschichten. Das Ding ist sogar noch ein paar Millimeter größer. Ja, aber ohne Gewinde. Zum Beispiel. Die haben hier richtig geile Racks. Ich werde mir demnächst vielleicht irgendwann mal so ein Ding zulegen. Also ich bin hier bei meinem Geräte- bzw. Hantelscheiben- bzw. Hanteln-Sponsor, den ich heute mir angeln konnte und überzeugen konnte. Das habe ich auch natürlich euch zu verdanken, ne? Weil er hat gesehen, ne, Abonnentenzahlen bzw. Klickzahlen und auch die Resonanz, wie ihr alles kommentiert, dass ihr mir Unterstützung gibt. Und er hat sich überreden lassen bzw. Überzeugen lassen, ne? Mir ein paar Sachen, zum Beispiel auch so diese längeren Hanteln und ein paar andere Dinge zu sponsern. Ja, wie ihr sehen könnt, also Auswahl ohne Ende, auch sehr viel spezielles Zeug, ne? Das ist eine Riesenhalle, die haben alles Mögliche an Hantelscheiben, Hantelstangen, Hantelgeräten bzw. komplette Stationen und auch für die Kampfsportfreunde. Hier auch zum Beispiel solche Kettlebells und ne? Alles Mögliche an Zubehör, auch so Handschuhe für MMA bzw. Boxsäcke. Also hier könnt ihr alles haben, was das Herz eines Sportlers sozusagen begehrt. Ja? Alles Mögliche. Hier sind auch so zum Beispiel richtig große 40er Scheiben, ne? 40 Kilo Scheiben. Nur die haben halt etwas dickeren Durchmesser. Sind auch aus Plastik, die kann man auch mal fallen lassen. Oder beziehungsweise solche Matten, damit man, wenn man was zu Hause fallen lässt, damit nicht die Decke direkt durchbricht. Ne? Und das Ganze ist in Bochum. Und zwar Bochum. Einen Moment, ich sag euch. Hohenstein war das, ne? Einen Moment, ich muss mal fragen. Eine Sekunde, ich frag mal im Büro. Ein Sekündchen. Das ist Hohensteinstraße 35, ne? Ja. Hohenstein. Alles klar, Jungs, das ist Hohenstein, Straße Nummer 35 in Bochum. Wie gesagt, das ist eine Riesenhalle. Die haben auch anschließend da hinten so eine Werkstatt, die auch so ein bisschen spezielle Sachen anfertigen, beziehungsweise die können eigentlich fast alles bestellen oder machen. Ja, guckt euch das an, auch für Fitnessleute, ne? Laufgeräte und so weiter und so fort. Also megamäßig viel Ausrüstung für jeden was dabei. Ja, alles klar. Nur damit ihr mal so einen kleinen Überblick habt, bisschen was gucken könnt. Gut. Ich habe endlich diese längeren Kurzhanteln und jetzt kann das mit kleineren Scheiben ein bisschen höher ziehen. Und ich kriege die Sachen halt gesponsert und bitte unterstützt ihn, indem ihr das Ganze halt gut bewertet und auch eine gute Resonanz bietet. Das ist mein Sponsor für Geräte, was Bodybuilding und Kraftsport angeht. Alles klar, Jungs, korrekt, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns die Tage, wenn es neue Videos gibt mit den neuen Geräten. Okay, bis dann. Online-Shop von dem Laden nicht vergessen, ich schreibe das dann unter dem Video, ja? Alles klar, ihr könnt dann online bestellen, wenn ihr was wollt. Dauert ungefähr 2-3 Tage, dann sind die Sachen zu Hause. Okay, bis dann, ciao.